Was soll ich denn nochmal Waffen kaufen hier? Importiere ich überhaupt noch? Ich importiere keine Waffen. Ich hab noch 10 über. Ist interessant. Okay. Muss ich noch irgendwas importieren? Ich könnte noch eine Runde Marmor mal reinholen vielleicht. Dass wir noch eine Runde große Tempel bauen können. Ich meine hier... Mars ist begeistert. Die anderen können noch ein Ticken begeisterter sein. Venus kriegt nochmal hier einen auf den Kopf. Das passt dann. Ist die zerfallen oder was? Wir haben keine Möbel mehr oder was? Da sind Möbel. Muss ich jetzt meine Produktion wieder nochmal hochschmeißen oder was? Dann verkaufe ich einfach zu viel davon. Ich meine, ich kann noch mehr Möbel produzieren. Das wäre kein Problem. Schön, dass wir hier Geschirr, aber kein Futter haben. Genau, die wollen religiöse Einrichtungen haben. Ich bin mal gespannt, wo ich denn hier, wie das mit Marmor aussieht, ob die mir jetzt schon was da reinkippen. Ich brauche noch immer mehr Leute. Ich meine, gut, die Gebäude sollen einfach mal mehr aufsteigen, dann geht das. Dann wäre das kein Problem. Ich bin hier schon ziemlich am Rand, ne, von der ganzen Map. Muss ich da durchaus mal anmerken. Ich meine, es mag mich überraschen, ihr seht es ja, aber... Es ist halt ungewohnt, sag ich mal. Das ist sonst nicht unbedingt das, was hier passiert. Na, wobei, die Map vorher, die habe ich da auch ziemlich voll gebaut. Die ganzen Randbereiche. Das war auch nicht unbedingt... Das war auch ein bisschen knapper. Nein, nicht ganz. Ganz ungewöhnlich. Die sollen doch trotzdem den Platz mal ein bisschen sinnvoller nutzen. Das wäre sehr, sehr schön. Habe ich Marmor? Es kommen neue Leute nach, schon wieder. Marmor habe ich nicht. Aber ich importiere doch, oder? Ich importiere. Okay, sehr gut. Die Schiffe hängen hier nur gefühlt irgendwie fest, kann das sein? Ich kann es nicht erwarten, hier etwas Handel zu teilen. Verkauft. Okay, die kaufen und verkaufen gerade anderes Zeug. Da ist Marmor, ein kleines bisschen. Marmor kommt auf Eseln, beziehungsweise auf Kamelen, was ein bisschen albern ist. Aber warum nicht auch das? Zwei Stück sind nur noch ein Ticken wenig. Das könnte noch ein bisschen mehr sein. Religiöse Einrichtung, da könnte ich halt was hinschmeißen. Irgendeinen großen Tempel. Vielleicht ein bisschen Liebe. Die Venus. Die sollten jetzt eigentlich nicht mehr meckern können. Weil das ist auf jeden Fall eine religiöse Einrichtung. Sehr sogar. Aber die Gunst von 81. Ich weiß nicht, was das ist, wenn man sich noch mehr einschleimt. Ob man da irgendwie... ob er einen total geil findet und irgendwie Sachen schenkt und schickt. Dass er uns auch Sachen schickt. Aber 91 Gunst ist schon mal sehr in Ordnung. So, und können die mal bitte aufsteigen? Das ist ein Gebiet, da könnten eigentlich eine ganze Menge Leute wohnen. Wenn sie das denn wollten. Tja, Gegend steigern hier. Was die alles wollen hier. Okay, begeistert, erfreut, ja. Einziger, hier, guck mal, die Menge, ne, an Tempel, also Venus sollte äußerst gut drauf sein eigentlich. Aceris können wir auch nochmal hier eine Runde machen, eine Runde abfeiern. Im Prinzip kann ich ein Fest nach dem anderen halten hier. Okay, aber Marmormengen sind doch eher begrenzt hier gerade mal, ne? Sieht im Moment nicht ganz so geil aus. Was hier? Nahrungsmittel. Noch theoretisch könnte da jetzt was passieren, ne? Hier ist ein bisschen was drin, okay. Sehr gut. Tja. Ich hoffe, dass wenn sie hier einziehen, dass dann entsprechend hier die Religion funktioniert. Das wäre ein Traum. Also 2, 3 bis 5% Arbeitslose wären okay. Das wäre zumindest ein nettes, quasi nettes Ziel zu haben, auch wenn es ein bisschen blöd klingt. Aber das wäre gut. Aus dem recht sinnvollen Grund, dass man, falls man irgendwie... neues Gebäude bauen will,
Man hat halt Leute sofort. Und es wird noch nicht so viel gemeckert, weil es noch nicht zu viel ist. Da steigen sie auf. Ist schön, wie man das sieht, wie das sehr, sehr, sehr schwunghaft, sehr, sehr spontan kommt. Wir wollen Unterhaltung haben. Ich könnte noch ein Kolosseum bauen. Erstmal so ein Amphitheater. Oh, ist total hübsch hier an die richtigen Stelle. Total hübsch. Und das sorgt hoffentlich für Leute. 6700 sind es wenigstens. Friedenswertung ist 26. Es wäre lustig, wenn die Gegner jetzt nicht mehr angreifen würden, was ein bisschen komisch wäre, aber lustig. Und das ist eine ganz seltsame Kombination. Warum die hier Futter haben und daneben halt nicht. Weil der Markt hier ist halt viel drin, ne? Die schaffen es einfach nicht, sich da was abzuholen anscheinend. Das ist ein bisschen albern. Turm. Boah. Machen wir das so. Ich brauche immer noch Leute. Die haben auch keine Religion hier. Gute religiöse Sachen kriege ich ja hin, ne? Für Neptun. So, Handel und so. Nee, handelt doch Neptun? Warte mal, Handel? Handel ist Merkur. Neptun ist Seefahrt. Na, das wird schon passen. Hocherfreut, begeistert. Das wird schon passen. Ich hätte trotzdem gerne mal gesehen, wie die Gebäude noch weiter hoch aussehen. Auf noch höherer Stufe. Das würde mich wirklich interessieren. Ach, stimmt, die haben kein Badehaus. Haha. Stimmt ja. Das habe ich mal wieder vergessen. Und wieder ist es hier gefühlt schon wieder zu eng. Aber interessant, dann müssten die hier im Badehauszugang haben, von da oben wahrscheinlich. Das müssten die dann da hinkriegen. Ja, irgendwo brennt's. Na, wo brennt's denn? Hier oben? Ach, da. Warum brennt das da oben denn? Was soll denn das? So ein Quatsch. Was wollen sie hier? Attraktivität. Zack, Plätze. Zack, Gärten. Ich mach das halt, dass die auch an der Stelle ein bisschen hübscher sind, die Gebäude, weil die Wohlstandswertung ist nicht so eindeutig über dem Ziel, oder? Warte mal, Wohlstand. Okay, 45. Okay, das ist doch weit drüber. Okay, okay. Alles klar. Ah, ist doch erkennbar drüber. Ja, das hatte ich irgendwie anders im Kopf. Dass ich mindestens irgendwie weit über 50 haben müsste. Klinik. Wir können gerne noch ein Krankenhaus kriegen hier, ne? Aber das wird nicht unbedingt schön sein. Mach was da. Venus schickt ein Glücksgefühl über ihre Stadt. Es hebt die Stimmung all ihrer Bürger. Das ist gut. Das ist äußerst schön. Habe ich jetzt Marmor? Zwei Marmor habe ich noch über. Oh. Ich bin ständig am Suchen hier, wo die ganzen Lagerhäuser sind. Ob da. Inwiefern. Achso, ich brauche das nicht. Die Produktion ist aber echt schlecht geworden, ne? Was soll ich sagen? Inwiefern die ganzen Waren überhaupt verteilt sind. Schaue ich die ganze Zeit nach. Aber Produktion ist echt schlechter geworden. Weil sie da keine Angestellten haben. Ja, kein Wunder, ne? Und irgendwann meckern sie, dass sie nichts haben. 424 Leute fehlen. Ich hoffe, es kommen genug nach. Ich baue jetzt einfach mal nichts. Oder nichts, was irgendwie. Okay, also ich baue nichts, nachdem ich ein Badehaus gebaut habe. So. Weil ich möchte gerne, dass sie halt hier ein bisschen Platz zum Aufsteigen haben. Die haben da keine Religion schon wieder. Dann baue ich doch nichts. So, wer hat's denn nötig? Merkur hat am wenigsten, ne? Merkur. Zack. Also ich baue Sachen, um halt Wohnraum zu schaffen.
Sagen wir es mal so. Und diese großen Gebäude helfen auch nicht unbedingt. Wobei, da sind 90 Leute drin. Das ist schon eine ordentliche Ausbeute. Vor allem 90, die dann auch massiv Steuern zahlen. Wenn sie das denn mal hinbekommen. 15.000. Das sind 12.000 hier. Das ist krass. Ich könnte sogar noch ein bisschen das hochschrauben, aber... Nein, nicht auf 10. Ich brauche halt nicht mehr Geld. Handelslöse 7.000. Im Moment habe ich gerade mal genug Geld. Aber das ist ein seltener Zustand. Dabei importiere ich einigermaßen viel. Ich habe jetzt 4 Marmor anscheinend. Tja. Ich schwimme ein bisschen schneller, ne? Geschwindigkeit. Machen wir das mal so. Ich hoffe, es geht nicht allzu viel schief. Okay, das sind Gegner. Man muss es nur mal erwähnen, von wegen, oh, ich hoffe, es geht nicht schief. Und zack, da sind die Gegner dann. Wo sind sie denn? Hier unten ganz. Was ist denn jetzt so doof? Okay, die sind schnell. Die sind echt schnell. Dafür sind die ganzen Fußmenschen hier verdammt langsam dann. Und es ist eine okay Menge und ich hoffe, dass Mars ein bisschen mitmacht. Okay, da kommen noch mehr Leute. Da kommen noch mehr. Kommen noch mehr vielleicht? Hatte ich schon mal so viele Einwohner? 7.000? Fast 7.000? Nee, ne? Ah, denen scheint es gut zu gehen hier. Barbier. Barbier. Doch, wird gestorben? Ja. Doch, ich sollte da auch rausrennen. Ich hoffe, das passt. Ich hoffe, die sterben nicht zu übertrieben viel. Wo wollen die denn jetzt hin? Vor allem, wo sind meine starken Fußsoldaten? Okay, die kloppen die Mauer ein. Aber flüchten die oder was machen die? Da sind die Fußsoldaten. Okay, also die kommen nicht rein, sehr gut. Ich höre es gerade ein bisschen knapp, ne? Ich habe tatsächlich nicht viel Geschirr über. Okay, das hat funktioniert. Das war aber ein bisschen knapp. Okay. Ach, hier sind sie alle. Die kamen von oben an. Ach so. Okay, Verteidigung könnte tatsächlich noch ein Ticken besser sein. Von meiner Seite aus. Weil ich habe halt viele Leute, aber die waren halt ein bisschen langsam. Keine Spur von Verbrechen. Ja, ja. Oh, die Musik ist anders. Weil ich 7.000 Leute habe. Wie gesagt, 7.000 hatte ich glaube ich sogar wirklich noch nie. Also wäre ja ein Traum. Oder es ist ein Traum. Muss ich jetzt noch mehr Mauerstärke haben, oder was? Gefühlt muss ich noch mehr Mauern hier vorne haben. Ich hoffe, die schießen da dann noch immer drüber. Das sieht halt äußerst albern aus, aber hey. Wenn das funktioniert, dann sieht es halt albern aus. Ich kann dann sogar noch ein zweites Wachzimmer hinein, oder? Oder sind die dann ein Meckern hier? Na, das passt. Okay, jetzt ist die Musik wieder die alte. Weil das wieder zurückgegangen ist. Okay. Fehlt ihnen jetzt irgendwas hier in denen, ne? Was fehlt denen? Die haben tatsächlich alle kein Geschirr mehr. Ich muss mal die Prioritäten sehr anders machen hier. Oder ich kann vielleicht kein Geschirr kaufen, Mist. Oh. Machen wir das mal so. Das wird nicht schön. Vor allem Nahrungsmittelproduktion wird doof.
Es wäre schön, wenn wir da einfach ein bisschen weniger einfach einstellen könnten. Hamstern will ich jetzt gerade mal nicht. Frieden ist immer noch bei 26. Ich hoffe mal, dass das nicht wesentlich jetzt gesunken ist. Ich meine, es sind Mauern kaputt gegangen. Nichts anderes. Es kommen immer noch nicht genug neue Leute nach. Es fehlen 453 Angestellte. Ich weiß gar nicht, wo ich die noch alle hinschmeißen soll. Gleich unten, aber... Tja... Machen wir das da. Machen wir nochmal Platz. Machen wir das. Water. Reservoir. Das muss ja eigentlich hier irgendwo hin. Ist nicht schön, aber es passt. Vor allem ist nicht schön, dass es hier auch gerade dran vorbeigeht. Okay. Ja, das passt. Das passt. Das geht einfach gerade durch und dann ist gut. Da hat dann niemand was zu meckern, so. Da sind es wieder 7000. Wie viele sind das? 2, 4, 6, 8, das passt. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die irgendwie Dreiergröße finden werden. Deswegen mache ich das mal so. Hier auch meinetwegen. So. Ein Traum. Können sich alle mal ein bisschen wohnen. Weil die Ecke ist ein bisschen sehr seltsam hier. Von der Anordnung. Aber hey, was soll's. 2, 4, 6, 7, 8. Okay. Kriegen sie da vielleicht einen schönen Platz. Brunnen. Schau dir da mal ein bisschen mehr großzügigen Platz hin. Ne? Dass sie hier schöne Grünflächen zwischendrin haben. Damit sie nicht am Meckern sind. Und dann vergesse ich sowas Elementares wie Märkte zum Beispiel. Oder anderen Klimbim. Da passt auf jeden Fall einer hin. Dann meinetwegen auch. Präfektur. Mal ein paar mehr davon dahin. So. Ich brauche Arbeitsplätze. Boah, ich habe jetzt schon wieder mit 200 Leute mehr. Und es fehlen nur noch 196. Das ist okay. Das kann man durchaus bringen. Die kriege ich da sogar ganz gut rein, dann glaube ich, ne? Hier kommen neue Leute. Ich mache wieder so einen Ticken schneller. Schwupp. Geschirr wird aber nicht so knalle viel gemacht, ne? Marmor brauche ich auch, glaube ich, gar nicht. Ich habe ein bisschen was. Das passt. Ich habe zumindest nicht viel Geschirr. Selbst hier oben sind sie gut drauf. Oh. Warte mal, warum? Aber warum? Warum brennt es da? Hier ist jemand, der aufpassen sollte. Oder ist hier oben insgesamt zu wenig? Ich kann ja noch mehr machen, klar. Da bremst mich niemand. Okay, ich könnte bald Arbeitslose haben. Sollte man nicht meinen, dass man sich das wünscht. Aber zumindest könnte dann hier alles tatsächlich mal wieder ein bisschen besser funktionieren. Ein bisschen gefüllt sein. Mit Menschen gefüllt. Die ganzen Arbeitsstellen hier. Jetzt brauche ich 405 Leute. Aha. Abgefahren. Die Kulturwertung sinkt. Tja, wahrscheinlich, weil sie sich jetzt, weil sie da wieder zu viele Gebäude aufteilen müssen, vermute ich mal. Und ich sollte mal anfangen, hier rüber zu gehen. Hier, dass ich hier oben, auch das Futter mitnehme, ne? Hier die ganze Nahrung produzieren kann. Das wäre gar nicht mal schlecht. Schiffsbrücke. Na geil, passt das jetzt hier nicht, oder was? Die eine Töpferei hier ist im Weg. Zack. Ah, Werkstatt. Geschirr. So, passt.
Da bin ich flexibel. So, hier ist noch ein Silo vielleicht. Farm. Das wird total toll angeordnet sein hier. Vor allem äußerst effizient. Und wahrscheinlich fehlen mir hier oben gleich Menschen. Deswegen ich werde hier auch nochmal ein paar Menschen direkt anpflanzen. Reservoir. Jetzt können hier oben alle schön wohnen. Das passt. So, Brunnen. Gärten. Ich habe jetzt gerade mal nicht nachgezählt, wie viel hier eigentlich los ist, aber es wird schon passen. Fünf Monate Zeit. Passt das jetzt? Warte mal. Habe ich jetzt tatsächlich ernsthaft so viel... Ich habe so viel nachproduziert. Wow, okay. Krass. Das ging ziemlich gut jetzt. Habe ich tatsächlich so viel produziert? Okay. Na gut, also Wirtschaftskraft habe ich ja, ne? Mal so gesehen. Passt. Wie sieht's aus? 0% Arbeitslose, hey. Noch immer. Es fehlen nochmal 252. Und hier wollen sie Schulzugang, oder was? Ja, wow, ein Hippodrom. Die ziehen da doch freiwillig neben. Und sollen sie nicht nämlich über die Schönheit des Hippodroms meckern. Jetzt wohnen sie neben dem Hügel. Hippodrom und sagen, hier gibt es nicht genug Unterhaltung. Das ist total geil. Yay. Kolosseen sind wahrscheinlich zu wenig, ne? Also sind die Nahrungsmittelbestände wirklich so niedrig? Ja. Verdammt. Okay, hier brauche ich mehr Angestellte. Na komm, wo ist es da? Nahrungsmittelproduktion fehlt halt.